Irgendwo stand das hier gerade, dass ich die das Brecheisen aufnehmen konnte. Jetzt geht's natürlich nicht mehr, ne? So. Oh, du heilige Scheiße. Gib mir das Küchenmesser, gib mir das Küchenmesser. Ah, yes. In die Eier. Oh, natürlich, Verfolgungsjagd. Classic. Das sollte nicht das Problem sein. Meister Fahrer Sulfa fährt dich mit dem Autodrom. Und ich scheine hier fast zu verkacken. Ja. Man darf die Kamera, man darf die Maus nicht bewegen bei der Autofahrt, weil sonst zu schnell. Das ist einfach extrem heftig. Ach du Heilige, was ist das für ein Rammer-Ability? Ich werde erstmal wieder aufschließen. So kommt man auch schnell voran. Das hat auf jeden Fall was. Na komm. Oh nee, was mache ich denn für eine Kacke? Lieferwagen von der Straße rammen. Na komm, jetzt mach's nicht so schwer für uns beide. Yes! Verdammt, jetzt habe ich mich eigentlich mehr selbst von der Straße gefickt als ihn. Und Polizeipunkte gibt es anscheinend sowieso nicht mehr für mich. Aber ich habe gleich endlich mein erstes Level up. Yay! Oh, endlich! Das ist erstmal eine schöne Beförderung gleich. Check it out, it's Brady Cambria. That was our big boost? A shipment of cheap watches? What? Cheap? Jackie, these are fake as fuck. Holy shit, Tylo, the cops drive. Wait, drive. Okay, Cops sind jetzt blöd. Und natürlich auch die Kirchenglocken, die draußen gerade bei mir sind. Kirche, wir müssen läuten. Verbrennt die Kirche, ganz ehrlich. Scheiß Polizeiwagen, fick dich. Komm, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Du sie abgehängt, die sind vor uns. Ja, ich habe sie abgehängt. Das hat so ganz knapp geklappt. That's true. What do you think will happen to Dog Eyes? I don't know. He's an asshole, public guy. But he has friends in high places. He's a piece of shit. Don't be afraid of him. Man.
Wait, you just got back. Get to know who's who before you start talking about bosses that way. Listen, comes a time you gotta stand up to guys like that no matter who's backing them. What caused the bad blood? I don't know. They used to be tight, though. Hard to believe Dog Eyes would turn on a friend like that. He always was a shit, even when we were kids. Mission accomplished. So where's this guy going to be? Don't worry. Take it from here. Sure you don't want me to stick around? Nah, man. I got it under control. So, no. Alright. Your deal. Hey, wait. You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Great. Finally hit the big time. Tab zu den Upgrades. Ach du Heilige. Okay, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen was. Was haben wir denn? Der Spieler erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe. Oder alle Schlagangriffe erhöht. Effektive Waffenangriffe in Sprinten 2. Waffenangriff. Achso, so unten ist einfach nur Verteidigung eher. Und oben ist dann logischerweise die Offensive. Waffen. Upgrade. Zurückgebrachte Statuen. Okay. Der Regenerationseffekt von Lebensmitteln. Achso, okay. Und Kopf ist. Ach so. Okay, also das sind auch so unterstützende Sachen. So wie Schlösser aufbrechen und solche Sachen. Ja, ich möchte zurück. Ja, du auch. Spastis. Nicht umtreten! Nein! Was haben wir denn hier? Hey! Hey! What's up? Hey! You're Song Yi, right? I was racing earlier, and I would have won. But this guy, Tommy Han Lan, he cheated. Ran me off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Okay, Auto kaputt machen, aber erstmal da oben vorne steigt gerade so ein Kuh. Den unterbreche ich jetzt einfach mal. Ach, verbleibende Zeit. Okay, dann mache ich das nicht gleich. Mache ich das jetzt sofort. Machen wir das Auto kaputt. Kapultante. Mit schöner Hip-Hop-Musik. Überall sind kleine Coups am Gange, die man sicherlich für Geld unterbrechen könnte. Während ich einfach mal cool gegen so einen Stand fahre, der recht stabil ist, muss ich zugeben. Radkreuz beschaffen, oh Gott. Someone does not. Ups. What the hell? What are you doing? Ja, ich habe gerade den Rennwagen kaputt gemacht. Du Spasti. Ach du Heilige. Ach, und so bekomme ich Ansehen-Erfahrung. Okay, 2500.
Ach so, das bedeutet, ich kann da einfach so rein. Okay. Ach, das ist also... Obwohl, warte, bevor ich jetzt irgendwas labere, ich renne nochmal nach oben hin. Da ist so ein rotes Ding. Anscheinend ist hier gerade ein Koopa im Gange. Ganz genau, ich rede mit euch. Bam. Bam. Was willst du jetzt, oh Fetzer? Komm her, ich mach dich kaputt. Genau wie dich. Und auf den Boden. Au. Oh, wieso muss man auf einmal 11 drücken? Cool. Der Regen hat was in dem Spiel. Das sieht sehr geil aus, muss ich zugeben. Übrigens, zur kleinen Info, bevor ich jetzt nämlich gleich aufhöre. Ich spiele auf mittleren Grafikdetails. Und ich hole mal ein bisschen Bratente. Für 25 Yen. Ready to war? 1, 2, 3 und Rundumkick! 1, 2, 3 und Rundumkick! Und Regenschirm! Weil Regenschirme cool sind zum Töten. Oder Handtasche. Nein, ich will mich wehren! Spasti! Wurde verhaftet. Oh Gott, ich habe 22.000. Ist ja viel. Da sind die 2.500 von gerade gar nicht so viel gewesen. Upsi-dupsi. Naja, ich beende jetzt erstmal das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Ja, es gibt sonst nicht mehr viel zu sagen, außer dass der chinesische, japanische Koch tschüss sagt. Goodbye.